2023 war ein herausforderndes Jahr für die Feuerwehren im Bezirk Grieskirchen. 440 Brandeinsätze, 1992 technische Einsätze sowie Jugendarbeit, Verwaltungstätigkeiten und etliche Veranstaltungen. In Summe über 600.000 ehrenamtliche Stunden leisteten die Kameradinnen und Kameraden des Bezirks Grieskirchen im vergangenen Jahr. Aktuell 5.800 Mitglieder. Davon haben wir bei den Jugendlichen ein dickes Plus zu verzeichnen. Wir haben 53 neue Jugendliche dazu bekommen und im Aktiv sind es ein bisschen weniger geworden und dafür auch im Reservezustand etwas mehr, weil natürlich auch mehr in Pension gehen und auch bei den Feuerwehren in den Reservestand gehen. Ja, die Mitgliederentwicklung generell ist eine sehr gute, wenn man es in der Gesamtheit anschaut. Wo wir auch eine sehr positive Entwicklung haben, ist im Bereich der Feuerwehrfrauen, die wirklich ganz stark jetzt eigentlich hier auch zur Feuerwehr gehen. Das beruht wesentlich aus der Feuerwehrjugend heraus schon. Das ist sehr wichtig, dass mit der Freiwilligkeit und mit dem Ehrenamt das Bezirksnetzwerk bei den Blaulichtorganisationen, dass man da die Unterstützungsbereitschaft für die Bevölkerung im Krisen- und Katastrophenfall aufrechterhalten kann. Und daher können wir nur sehr, sehr dankbar sein, dass diese Einsatzbereitschaft und diese Bereitschaft, ehrenamtlich tätig zu sein, so groß ist. Auch bei den Veranstaltungen waren die Feuerwehrmitglieder 2023 wieder mehr als fleißig. So zum Beispiel gab es eine Baumpflanzaktion der Feuerwehrjugend, den ersten Bezirkswasserwehrbewerb auf der Donau und das große Bezirksjugendlager. Weiters sind im vergangenen Jahr auch zwei neue Stützpunkte installiert worden. Zum einen den Abholbehälter AB Mulde, den wir für Elektrofahrzeugbrände brauchen, damit wir ein brennendes Elektroauto in Quarantäne stellen können und dort kontrolliert abbrennen lassen. Zum Zweiten ist diese Mulde auch für Löschbehälter geeignet. Also wir haben dort 20.000 Liter Wasserreservoir und können bei Großbrände diese Mulde dorthin stellen und dann unsere Brände mit diesem Wasser löschen. Der zweite Stützpunkt ist der Höhenretterstützpunkt bei der Feuerwehr Galsbach. Es haben sich dort 10 Kameraden einer Spezialausbildung unterzogen, die jetzt dort für Personenrettung aus Höhen, aber auch aus Tiefen fachausgebildet sind und somit im Bezirk im Einsatz sind. Wir als Gemeinde sagen natürlich schon, wir können das bewerkstelligen, weil wir ja 3 Mitarbeiter haben, die was in diesem 10er-Team quasi mitarbeiten. Und das hat dann auch Sinn, sozusagen, wenn eine Alarmierung ist, dass diese Leute dann auch wirklich zur Verfügung stehen. Dass es dazu aber entsprechende Ausrüstung braucht und entsprechende Gerätschaften, die natürlich auch finanzielle Mittel bedürfen, ist auch keine Frage. Und da sind wir auch als Gemeinden sehr gefordert. Und da müssen wir ganz einfach schauen, dass wir auch in der Zukunft die notwendigen Möglichkeiten schaffen und dass wir das entsprechend gut organisieren, dass das auch in der Zukunft möglich ist, diese Standards zu erhalten. Weil eben nicht alles selbstverständlich ist und nicht vom Himmel fällt, sondern tatsächlich von den Funktionären und von den Verantwortlichen auch entsprechend erst geschaffen werden muss. Auch heuer tut sich bei den Grieskirchner Feuerwehren wieder so einiges. Neben der normalen Bewerbssaison gibt es ein ganz besonderes Veranstaltungshighlight. Und zwar organisieren die Feuerwehren von den Gemeinden Peuerbach und Stegen den großen Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Peuerbach. Der findet am 5. und 6. Juli statt. Dort werden über 1200 Aktivgruppen und 600 Jugendgruppen erwartet. Es ist das zweitgrößte Sportevent des Landes. Kleinochen-Linz-Marathon wird die Feuerwehr hier ihre Zelte in Peuerbach aufschlagen. Auch diese Veranstaltung wäre ohne die unermüdliche und vor allem freiwillige Arbeit der Feuerwehrkameradinnen und Kameraden gar nicht erst möglich.